World of Warcraft Classic Season of Mastery, BWL-Boss Nummer 3. Auf Englisch nennt er sich Lash Lair, im deutschen Client heißt der gute Mann Dreschbringer. Was hat sich geändert? Eigentlich ist das der Boss mit den meiner Meinung nach wenigsten Änderungen überhaupt. Die einzige Änderung, die ich jetzt hier feststellen konnte, war, dass manche dieser Fallen, die in dem Bossraum quasi platziert sind, sowas wie ein elektrisches Feld um sich haben, was zusätzlich einfach Damage macht. Aber ja, im Endeffekt ist das nicht wirklich eine Bossänderung, sondern eine Änderung des Bossraums. Also so eine richtige Auswirkung auf den Bossfight hat es im Endeffekt nicht. Eigentlich bleibt es exakt gleich. Diese komischen Fallen, die sind von ID zu ID unterschiedlich. Das heißt, man muss den Boss einfach jedes Mal auf eine andere Art und Weise pullen und gucken, wo man den Bosskampf dann im Endeffekt hinter sich bringt. An der Mechanik an sich ändert sich aber nichts. Das bedeutet, eigentlich bleibt der Boss genau wie in Classic. Die Fähigkeiten gehen wir trotzdem mal durch. Also zum einen macht er die gute Druckwelle. Das ist ein Feuerkreis um den Zaubernden herum, was 3000 Feuerschaden ungefähr verursacht und einen Knockback. Kann man nur, also entweder outranged man das oder man rennt außer Sichtlinie. Das ist als Melee die bessere Variante, dass man nicht so viel Damage verliert, indem man quasi 30 Meter vom Boss wegrennt, sondern einfach um die Ecke läuft und wieder an den Boss rangeht. Dann macht der Mann noch tödlicher Stoß. Das macht er im Endeffekt auch nur auf den Tank. Das macht ungefähr 2000 physischen Schaden und einen Heal-Debuff. Das reduziert die Heilung auch noch um 50%. Man spielt den Boss auch mit zwei Tanks. Man kann in dem Moment halt gucken, wenn dieser Heal-Debuff auf dem Main-Tank ist, dass der zweite Tank übernimmt. Oder wenn man gute Heiler dabei hat, dass einfach volles Gerät durchheilt, je nachdem, wie gut die Tanks oder die Heiler equipped sind. Aber im Normalfall spielt man den mit zwei Tanks, die sich dann mit diesem Heal-Debuff quasi abwechseln. Dann macht er noch Spalten. Das ist im Endeffekt auch einfach nur ein physischer Schaden, der zwei Ziele trifft. Also im Normalfall trifft das die beiden Tanks oder halt einen Tank und einen Schurken. Je nachdem, was halt da jetzt näher am Tank steht, macht ungefähr 1000 bis 1500 physischen Schaden auf zwei Ziele. Das sind schon im Endeffekt die Fähigkeiten, die dieser gute Dude mitbringt. Wenn man jetzt diese Fallen, diese Pillar, wie auch immer man die nennen mag, außen vor lässt. Und das kann man meiner Meinung nach, auch wenn das quasi die Änderung in SOM sein soll. Dann kommen wir kurz zur Aufstellung. So sieht das jetzt im Endeffekt aus. Das ist der Boss-Fight-Raum. In diesem Boss-Fight-Raum sind überall diese Pillar. Ich habe die jetzt mal hier mit diesen lilanen Dingern, mit diesen Diamanten markiert. Aber im Endeffekt sind die nicht so relevant, sage ich jetzt einfach mal. Man muss nur vorab den Raum möglichst großflächig einmal clearen, dass nicht zu viele von diesen kleinen Drachkinwelpen im Kampf dann dazukommen. Wenn sie kommen, dann ist es einfach klug, wenn ein Mage die oder mehrere Mage, am besten alle, einfach arkane Explosion spammen, dass die möglichst schnell tot sind. Jetzt zum Bosskampf an sich. Man muss halt jetzt gucken, welche von diesen Pillars haben diesen Elektro-Debuff, dieses komische elektrische Feld um sich rum. Und je nachdem, wo dann die beste Möglichkeit ist, den Boss zu tanken oder zu spielen, dahin zieht man sich den dann einfach. Man kann zwei Schurken aus dem Kampf herauslassen, die dann immer wieder diese Dinger entschärfen. Das geht, glaube ich, mit Fallen entschärfen, können die diese komischen Pillars out of fight einfach immer wieder runterklicken. Muss man aber nicht unbedingt. Jetzt gibt es zwei Varianten, diesen Boss anzugehen. Die erste Variante ist die klassische Classic-Variante, wo man den Boss an so einer Kante tankt, dass das Melee-Camp dann immer out of sight gehen kann. Diese Druckwelle, die kommt alle 45 Sekunden. Also die kommt wirklich nicht so oft, aber sie kommt alle 45 Sekunden, macht dann auch ordentlich Damage, Feuerdamage. Und diesen Knockback eben. Wenn man jetzt nicht wirklich gutes Equip hat, kein gutes Feuerresi-Equip hat, keine Feuerschutztränke dabei hat und die Healer auch nicht so der Knaller sind, dann kann man den ganz normal, wie man das in Classic gemacht hat, safe runterspielen, indem man ihn hier an eine Kante zieht. Man kann, egal welche Kante, man kann jede Kante nehmen. Die Tanks müssen den Boss nur einfach schön platzieren. Da wird dann quasi der ganze Kampf stattfinden. Man kann diese Pillar, wenn die jetzt keinen Elektroschock hat, haben, dann kann man sie ignorieren, beziehungsweise halt von zwei Schurken immer wieder ausschalten lassen, wenn sie keinen Elektroschock haben. Wenn die einen Elektroschock haben, dann muss man den Boss eben auf der anderen Seite tanken oder eine Kante weiter vorne, eine Kante weiter hinten, völlig egal. Hauptsache,
Man stellt den dann schön an so eine Kante ran. Jetzt sagt der Deadly Boss Mods ungefähr an, wann diese Druckwelle stattfindet. Und als Melee renne ich dann einfach aus der Sichtlinie raus in etwa so. Warte, bis die Druckwelle quasi wieder vorbei ist. Und dann habe ich wieder 45 Sekunden Zeit, um Damage an den Boss zu machen. Im Normalfall macht er diese Druckwelle maximal, sage ich jetzt mal, dreimal. Dann sollte der Boss definitiv tot sein. Das ist die erste Variante, wie man den Boss killen kann. Die zweite Variante ist, man ballert sich einfach ein bisschen Feuerresegier rein und Feuerschutztränke. Und dann kann man den Boss im Endeffekt einfach so straight umbursten. Das macht man dann einfach so, man zieht den in irgendeine Ecke rein. Also da kommt auch das Range Camp und das Heal Camp diese Druckwelle ab. Aber wie gesagt, nur alle 45 Sekunden und mit Feuerschutztränken ist das easy peasy im Endeffekt wegheilbar. Jetzt guckt man, dass man den so schön platziert. Im Endeffekt wäre es sinnvoll, den so zu tanken, dass das Melee Camp eine Wand im Rücken hat, dass die nicht weggenockbackt werden. Aber wie gesagt, das fällt eh nur alle 45 Sekunden ins Gewicht. Die Heiler und das Range Camp platzieren sich ebenfalls mit dem Rücken zur Wand nach hinten, dass die auch nicht vom Knockback so weit weggeschleudert werden. Und dann ignoriert man einfach alles und burstet den Boss einfach so um, bekommt. Also wir haben zwei Knockbacks abbekommen. Die waren locker wegzuheilen und ja, im Endeffekt ziemlich einfach und ziemlich klassisch dieser Boss. Falls euch das Video in irgendeiner Form weitergeholfen hat, lasst ein Like da, lasst einen Kommi da, wenn ihr irgendwas anders machen würdet oder wenn ihr irgendwas zu beanstanden habt oder sonst irgendwelche Fragen. Ich danke euch fürs Zuschauen, viel Spaß in SOM, wir sehen uns, macht's gut, ciao.